Ein Horizont tragen wir von Anbeginn unseres Lebens eigentlich immer mit uns. Es ist unser persönlicher Blickwinkel und Standpunkt oder auch das persönliche Hörfeld, das uns dort prägt und uns orientieren lässt in dem Hiersein und dem Dortsein. In der Ausstellung Horizonte geht es einerseits um die Linie zwischen Himmel und Erde, diese scheinbare Trennlinie, die wir wahrnehmen. Es geht aber den neuen verschiedenen künstlerischen Positionen auch immer wieder nicht nur um die Berechnung und das Festhalten wollen dieser Linie, sondern um das Loslassen, um die Erweiterung des persönlichen Sichtfeldes und auch um den inneren Horizont im Verhältnis zu der äußeren Wahrnehmung. Persönlich fasziniert mich eigentlich nicht nur der Begriff Horizont, weil das ist nur das Wort, sondern es sind wirklich die Nuancen dazwischen, zwischen diesem sich selbst verorten, festhalten wollen, realistisch in die Ferne blicken, was sehe ich, wo bin ich, wo stehe ich, und aber auch gerade diese Erweiterung vom inneren Horizont, dieses auch loslassen können dann, ja, einer fantasievollen Reise in die hoffnungsvolle Zukunft.